Hi, ja, wir sind gerade eben hier durch den Garten durchgefetzt bei diesem schwülen Wetter und haben jetzt die notwendigen Eingriffe hier wieder gemacht. Permakultur bzw. die regenerative Permakultur, was letzten Endes nur eine Permakultur ist mit Hauptfokus der Bienenweiden, also Pflanzen, die von Insekten bestäubt werden. Ja, das heißt ja jetzt nicht, dass wir einfach wild hier alles wuchern lassen und sagen, ja, Natur, mach mal so, wie du willst. Etwas regulieren muss man da schon, sonst hat man eben nicht diese, ja, sag ich mal, freie, blühende Gartengestaltung, sondern dann eher sowas wie hier, so eine Art Verwaldung. Das kommt dann halt mal schnell in der Natur rein, wenn man die machen lässt. Und ich möchte jetzt hier einfach nur mal kurz so zeigen, was wir jetzt gemacht haben hier im August. Also wir haben jetzt hier bis zu der Gruppe von den Steinen einfach mal das Gras abgemäht. Da komme ich jetzt gleich mit Calendula-Saatgut hinterher. Mit Glück ankert das noch dieses Jahr und kommt im Spätjahr, also eben vielleicht im September, Oktober, nochmal zu einer kleineren Calendula-Blüte. Dann haben wir hier die Beikräuter rausgezogen, zum Beispiel Brombeeren, da sehe ich noch eine. Also sowas hier sollte man aus Hochbeeten rausnehmen. Da habe ich letztens noch einen tollen Kommentar bekommen. Ja, aber die Brombeere ist doch so eine wertvolle Bienenweide. Ja, natürlich. Aber habt ihr mal eine Brombeere in eurem Hochbeet wachsen lassen? Da habt ihr irgendwann nur noch eine Brombeere. Und deswegen meine ich das halt mit regulieren. Also da muss man halt mal hingehen und dann auch hier solche Gräser einfach mal rausnehmen aus dem Hochbeet, damit die anderen Bienenweiden wieder Luft bekommen. Ja. Also das ist schon wichtig. Oder auch hier zum Beispiel diese Distel, die möchte ich auch nicht hier drin haben, weil wir nebendran. Aua, ich keine Handschuhe dabei, die ziehe ich nachher mit Handschuhen raus. Also diese Disteln hier, die haben da auch nichts verloren, weil wir haben hier nebendran einen Thymian. Und wie soll das funktionieren, wenn. Also man muss ein bisschen aufpassen mit Pflanzenkonkurrenz in so einer Permakultur. Deswegen haben wir jetzt gerade eben auch diesen Buddleia, den Schmetterlingsflieder, habe ich jetzt etwas runtergestützt, weil unten drunter die Bartblume, wir sehen es ja schon, wie die wegbiegt wegen Licht, dass wir der einfach wieder ein bisschen Licht geben, damit auch hier diese Mischkultur weiterhin erhalten bleibt. Auch da haben wir noch mal so eine Distel drin, die sollte auch rauskommen. Ja, auch hier habe ich Gräser rausgezogen und so Quecken und so Zeug, damit dann auch hier wieder zum Beispiel diese tolle Perovskia wieder hier mehr Licht bekommt und sich ausbreiten kann. Ein paar Sachen, die von Natur aus reinkommen, wie zum Beispiel hier diese leckeren Nachtkerzen. Die könnt ihr ja übrigens essen. Also das da hier mit Bedacht. Hier und dort lasse ich es natürlich in Hochbeeten stehen. Aber so wirklich komplett stehen lassen, wo es auch gerne verunkrauten darf, sind dann diese Flächen da hinten. Das sind zum Beispiel jetzt die ganzen Karden, Steinklee, Kugeldisteln, Malven und so weiter, Eselsdisteln. Also die dürfen da hinten in dem Bienenweide-Saatgutfeld dann wild wachsen. Aber hier, wie gesagt, wird reguliert. Ja, dann kommt hier dieser schöne Salbei, gepaart mit Rosmarin und der Minze. Die Astern werden dann auch bald blühen. Auch hier musste ich natürlich die Astern etwas befreien von anderen Kräutern. Also sprich, das, was ich jetzt nicht als, ja, in einem Hochbeet betiteln möchte. Hier zum Beispiel haben wir da Gras rausgerissen und das ist natürlich geeignet, um hier dann tatsächlich Calendula-Saatgut reinzubringen. Genau, der Anton, was schmeißt denn der da raus? Na, das wird da nicht funktionieren. Calendula wird nur in Hochbeete reingesetzt, wo wir so nackte Stellen haben. Und da hinten kannst du auch beim Lavendel, das sind auch nackte Stellen. Also Calendula-Saatgut macht nur Sinn, in solche Hochbeete eigentlich reinzuschmeißen, weil wenn ihr das hier reinschmeißt, das wird eher nichts. Da eignet sich zum Beispiel eher jetzt noch Steinklee-Saatgut reinzubringen, weil der wird nämlich im zweiten Jahr erst so richtig groß. Und wenn ihr es halt schafft, jetzt so kleinere Ruderalflächen, die nackig sind, wenn da der Steinklee jetzt dieses Jahr noch im August ankert, habt ihr im nächsten Frühling dann die volle Steinkleeblüte. Also hier auf die Ecke können wir Steinklee reinbringen. Und warte, Calendula habe ich da hinten noch gesehen. Die Calendula, die können wir hier reinbringen. Schau mal, auf der ganzen Ecke, wo wir gerade hier abgesägt haben, beziehungsweise abgesenst, da könnten wir Glück haben, dass neben den Steinen nochmal die Calendula hochkommt. Ja, das war der Anton hier, mein Mitarbeiter, der übrigens auch bei Permabies dabei ist.
Ohne ihn, glaube ich, würde das überhaupt nicht mehr so funktionieren. Hier dieser tolle Steinklee, eine ganz, ganz tolle Bienenweide, der weiße, aber auch der gelbe sehr wertvoll. Dann kommt auch noch die Goldrute hier raus. Bald kommen hier noch die Bartblumen. Ein paar fangen ja schon an hier zu blühen. Prächtig, prächtig. Auch hier musste ich jetzt, ne, also hier sieht es zum Beispiel gerade sehr wild aus. Da war alles überwuchert mit der Erdbeere. Und die darf ja auch hier sein, nur man hat es hier deutlich gesehen, dass die Erdbeere sich überhaupt nicht mehr so gut verträgt mit hier dieser roten, fetten Henne. Und deswegen habe ich jetzt hier die Erdbeere rausgenommen, dass die fette Henne wieder ein bisschen mehr wuchern kann. Dann haben wir den Lavendel hier zurückgeschnitten, weil Lavendel hat ja tatsächlich die Eigenschaft, dass der nochmal in Blüte kommt, wenn man zu richtigen Zeit Punkt abschneidet. Ich denke, das habe ich jetzt hier getan. Mit Glück kommt nochmal die Blüte. Und in den Lavendel haben wir hier die Bartblumen reingesetzt. Die schießen jetzt drüber und gehen dann auch bald, wie gesagt, in volle Blüte rein. Da hinten, um das kurz zu zeigen. Ja, also auch hier, ne? Da geht halt auch nicht jeder Steckling auf im Frühling, den wir gemacht haben. Und deswegen bin ich jetzt hier, oder der Anton gerade ganz dezent mit ein bisschen Calendula-Saatgut drüber. Anton, da können wir sogar noch ein bisschen mehr Calendula-Saatgut reinbringen. Da hinten sind noch ein paar nackte Stellen. Da schaffen wir das. Und das da hier ist eine Kirsche, eine wilde aufgegangene Kirsche. Die hat da auch nichts verloren. Die hole ich auch gleich noch raus. Ja, und dann haben wir hier nochmal die Astern. Und hier haben wir die Sorbarie, Fiederspiere, auch ein tolles Gewächs. Und dann zeige ich euch hier noch was, und zwar mache ich dann immer irgendwo im Garten so einen Haufen, wo dann das Schnittgut verrotten darf. Und irgendwann hole ich dann wieder so im Regelfall, so alle 2 bis 3 Jahre, mache ich dann oben das Geäst weg und habe unten drunter besten Mutterboden, wo ich dann wieder auf die Hochbeete verteilen kann. Ja, und hier leben dann die Bienen. Ist natürlich bestens, wenn man da eine Überdachung drüber hat, ist schon, also kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr eure Bienenstände überdacht, das tut echt den Bienen gut, beziehungsweise den Bienen ist es egal, aber der Kiste und eure Arbeit, der tut's gut. Ein Oyodia mitten in einer Schneebeere drin, auch sehr schön. Dann haben wir da hinten noch einen Teich mit Farn, und hier sind im Frühling die Stauden drin. Zum Beispiel Hasenglöckchen und so weiter, oder auch die Christ- und Schneerosen da hinten. Dann haben wir hier unseren Teich mit ein paar Goldfischen drin. Und genau, wir gehen vielleicht hier nochmal rum. Ja, da hinten hier ist jetzt mein Lager, wo ich, wenn ich Wespennester entferne, dann kommen die in so uralte Bienenkisten rein oder in meine alten Topper-Systeme. Weil auch die Wespennester versuche ich natürlich lebendig zu bergen und die nicht abzutöten, sondern die wirklich bei mir dann anzusiedeln. Also sprich, wenn ihr mal ein Bienenvolk, ein Wespenvolk oder ein Bienenvolk oder ein Hummelvolk irgendwo in eurem Briefkasten habt oder an der Veranda, sonst wo, wo man es nicht haben will, ruft mich gerne an. Ich versuche die Tiere lebendig zu holen. Dann haben wir nochmal hier ein Bienenvölkchen stehen. Die Benjasäcke der Schneebeere, wo wir Weidestecklinge reingedrückt haben, und gepaart mit einer echten Rose. Hier der Mönchspfeffer, der gerade im Spätjahr ein Blüher ist und Wildbienen und Hummeln ernährt, aber auch Honigbienen gehen gerne rein. Ein Oyodia, noch mehr Bienenvölker, klar, die gehören ja dazu, ich bin ja Imker. Eine Aronia mit kein Jakobskreuzkraut, sondern das ist das Johanniskraut. Dann haben wir hier durch den Regen wirklich sehr, ja, viel Optik verloren dieses Jahr, weil dieser Dauerregen, der hat es echt geschafft, die ganzen Blumen runterzudrücken. Aber das hier ist diese tolle, durchwachsene Sylphie, die sehr, sehr lange ausdauernd blüht, und normalerweise steht sie aufrecht, aber wie gesagt, der Regen hat ja echt viel platt gemacht. Kugeldisteln haben wir hier auch. Das hier ist ein ganz leckerer Erdbeerbaum, da sind auch schon die Früchte dran. Die werden dann im Spätherbst reif, so vorm ersten Frost kann man die anfangen zu ernten. Ja, und was haben wir denn hier? Jakobskreuzkraut, von Natur aus aufgegangen, habe ich mal so belassen, ist ja eine tolle Bienenweide. Ein Liebeskugelstrauch, der ist aber schon verblüht.
Die Eselsdistel, die habe ich hier nie gesetzt, die ist von Natur aus aufgegangen, aber auch eine sehr, sehr wichtige Wildbienenweide. Da hinten haben wir noch Aronias drin, Lavendel, Rosmarin, die Orangenblume, genau hier in der Mitte, Blutjohannisbeeren und hier das ehemalige, also es ist nicht ehemals, aber es ist ja immer noch unser Kugeldistelfeld, ne? Also die hätten eigentlich hier in diesem kleinen Kreis drin bleiben sollen, aber ihr seht, die sind jetzt in 2 Tagen durch den Starkregen alle runtergekommen. Ein bisschen schade, aber die würde ich jetzt auch so stehen lassen. Also ich hätte sie natürlich gern wieder hier im Bund drin, aber ja, so ist es halt manchmal, dass wir die Natur mit dem, was wir als vielleicht hübsch betrachten, auch mal von ja, verschiedenen Blickwinkeln anschauen müssen und sagen, gut, haben wir halt einen Starkregen gehabt, dann sieht es halt mal so aus. Und mal schauen, ob ich da vielleicht noch mit einem Seil könnte man da vielleicht was machen. Ne? So ein Bast außenrum ziehen, dann die Kugeldisteln alle zusammenhäufeln. Naja, und das, was ich jetzt hier gar nicht erwähnt habe, sind die ganzen Bäumchen, wo hier noch sind. Apfelbäume, Birnenbäume, Kirschbäume, Aprikosen und Zwetschgen haben wir ganz da vorne. Hier haben wir einen giftigen Goldregen, aber man muss ja auch nicht alles essen, was die Natur uns gibt. Dann haben wir hier japanische Weinbeeren und meine Lieblingsbienenweide, der Bastard Indigo. Tolles Zeug, riecht nach Maracuja, wenn es blüht im Juni, Juli rum. Ja, und dann haben wir halt hier noch im Freischneider jetzt einfach mal überall das Gras durchgesenst. Und wir gehen dann auch im Freischneider ganz gerne auch mal mit dem Rotorblatt nach oben, damit man einfach am Zaun auch eine glatte Linie hat, weil sonst könnt ihr irgendwann den, ja, also hier, dieser Kampf mit der Brombeere, den verliert man, wenn man da nicht auch mal eingreift. Ja, dann haben wir hier die Trauben. Die sind für den Imker, weil Trauben sind Windbestäuber. Aber wenn die Trauben aufplatzen, ernähren sie wiederum Insekten. Von daher kann man es eigentlich als Insektennahrung mal so halber durchgehen lassen. Da, wo wir jetzt noch die Finger weglassen, ist hier dieser Strauch, weil in der Sekunde blüht jetzt hier zum 4. Mal dieses Jahr durch den Regen diese tolle Schneebeere. Und Schneebeeren werden total gerne von Honigbienen, aber auch kleinsten Wildbienen beflogen. Seht ihr, was da los ist? Ja, die eine habe ich gerade verpasst. Hier ist sie nochmal. Die Schneebeere. Und zum Abschluss dieses Videos vielleicht noch ein kleiner Satz zum Thema fremde Pflanzen. Ich habe hier hin und wieder die Diskussion hier in den Kommentaren, deswegen wollte ich auch nochmal das so in den Raum stellen. Nummer 1, eine nicht heimische Pflanze. Das sind alles Pflanzen, die nach 1492 hierher kamen. Das ist ganz schön lange her, Entdeckung Amerikas. Ja, und dann wird ja ganz oft diesen fremden Pflanzen unterstellt, oh, die sind invasiv und die überwuchern alles, wie zum Beispiel hier diese wunderbare Schneebeere. Da kann ich nur sagen, wer hat denn mal mit einer deutschen Brombeere so richtig gekämpft in seinem Garten? Ich bin jetzt lang genug Landwirt, also wirklich beruflicher Landwirt und kann euch versichern, ich kenne keine Pflanze, die so extrem alles platt macht und zuwuchert wie unsere heimische Brombeere. Und allein schon aus der Perspektive prallen alle Argumente bei mir wirklich ab, wenn es darum geht, zu sagen, nur weil die Pflanze nach 1492 kam, hat die hier keine Berechtigung für unser Ökosystem. Und hier noch ein ganz wichtiger Punkt, aktueller Stand der Dinge. Das, was unsere Insekten, auch die auf der roten Liste, tagtäglich konsumieren, sind zum kleinsten Bruchteil diese heimischen Pflanzen. Das meiste Nahrungsspektrum sind alles die nicht heimischen Pflanzen, wie wir hier sehen können. Ja, und in dem Sinne wünsche ich mir eine Welt, wo Pflanzenrassismus aufhört und auch fremde Pflanzen so toleriert werden, wie es vielleicht auch die Natur in der Sekunde braucht. Ciao. Ach ja, und hier vielleicht, hier wird noch ein riesiges Wildbienenhotel entstehen. Da haben wir schon ein paar angefangen, aber wir wollen hier die ganze Wand ja zubauen mit einem einzigen großen Wildbienenhotel. Das kommt die Jahre noch. Tschüss.